Awem, die Todgeweihten grüßen euch, ist ein Spruch aus Asterix und Obelix aus der römischen Geschichte. Und eventuell gehört dieser Spruch auch zur Geschichte unserer Stadt, weil, schaut mal im Hintergrund, da steht das Forum. Und wenn ich mich mal kurz wegblende, ist da eine Minimap. Und wenn ich auf der Minimap anklicke, wo ist Brandgefahr, ist alles grün und ihr seht keine Probleme. Aber Achtung, Einsturzgefahr und achtet auf das Forum bitte. Oh lala. Alle Gebäude mit Ingenieursbüro versorgt, nur unser Forum nicht. Und jetzt frage ich mich, und das ganz, ganz ernsthaft. Was passiert eigentlich, wenn ich, nach dem Motto WB kriegt jedes Spiel kaputt, es schaffen sollte, das Forum zum Einsturz zu bringen? Heißt es dann hier Game Over, Partie vorbei, alles lost? Oder heißt es dann eventuell sogar Untergang des römischen Imperiums? Ist das der Beginn der Völkerwanderung? Kommen dann unsere barbarischen Vorfahren, die Germanen, und marschieren hier in Rom oder in dieser römischen Provinzstadt ein? Sollen wir das ausprobieren? Nein, ich mach mal einen auf. Ich kümmere mich um meine Leute. Ich mache Folgendes. Ich mache einen Akt meiner der Großzügigkeit und der Fürsorge und danach einen barbarischen Akt, den ich euch gleich auch zeige. Aber keinen unzivilisierten, sondern einfach nur einen brutalen, der Reihe nach. Wir bauen bei den Dienstleistungen ein Ingenieursbüro, ein Ingenieursposten nur hier oben. Nur dafür da, das hier oben zu versorgen, direkt daneben hin, sagen wir mal hier davor. Ja. Hier hin. Straßenzuordnung sollte passen. Einer arbeitet drin, das sollte hierfür genügen. Wartungszustand war eben bei 10%. Er sollte besser werden, denn ich glaube, hier, Wartungs 95% ist ja auch gut. Das heißt, hier, schon geht es langsam hoch. Das sollte reichen. Eine Arbeitskraft hier vorne. So, Leute, aber jetzt die andere Sache, die ich euch zeigen wollte. Schaut mal oben auf die Gunst. Ist die Gunst insgesamt, Volkesgunst, positiv? Gibt Zuwanderung? Ja. Und Gunst wird berechnet pauschal aus vielen verschiedenen Faktoren. Und auf einen Faktor würde ich euch gerne aufmerksam machen. Rechts unten, das sind die Patriziersteuern. Können ja die zweite Bevölkerungsgruppe besteuern. Und ihr seht, dass den Leuten sonst gut geht, könnten wir eigentlich problemlos ein bisschen noch mehr an der Steuerschraube drehen und auf Maximum an Besteuerung hingehen. 400 Ocken etwa, knapp mehr pro Tag. Wir sind übrigens am Tag 10 hier mittlerweile. Und die Leute reagieren, ist okay, kann man machen. Alles im grünen Bereich. Ich weiß, ihr würdet nicht gerne in dieser Stadt leben, aber hey, habe ich euch nach eurer Meinung gefragt, das ist ja nicht Demokratie, das ist das alte Rom. Also, wie geht's weiter? Wir können Waffen mittlerweile produzieren. Es gibt ja auf der großen Weltkarte. Oh, wir haben unsere erste Legion. Die muss irgendwann eben gespawnt sein. Die haben einen Kampfwert von 18, die haben einen Kampfwert von 35. Ja, aber erst will ich weiterbauen. Machen wir gleich. Weil ich würde eigentlich ganz gerne Eisen produzieren, um dann Rüstungen, Bögen und so weiter herzustellen. Das soll man machen. Und ich würde gerne vorher, nach dem Motto, wir können auch mehr Patrizier noch durchfüttern in der Stadt und mehr Steuern kassieren, denen noch ein paar weitere Bedürfnisse erfüllen. Und so rum gucken wir immer auf die Karte drauf. Das sind unsere schicken Patrizierhäuser. Und wenn wir denen liefern Brot und Melonen, dann leben hier mehr Leute. Die Plebejer können auch mehr Leute in Häusern unterbringen, dadurch mehr Arbeitskräfte. Und ich finde das eigentlich cool, wenn man versucht, in die Häuser halt voller zu machen mit Bevölkerung, weil viele der Dienstleistungsgebäude braucht man ja. Man braucht keine weiteren Dienstleistungsgebäude, weil man einfach die Wohngebäude weiter aufbrezelt, dass dort mehr Leute leben. Ingenieursposten und Feuerwache und so weiter, die bedienen ja jedes Haus und nicht jeden Bürger. Das heißt, wenn wir in die Spitze gehen und die in den Häusern mehr Leute unterbringen, ist es eigentlich klüger, als in die Breite zu gehen, eine größere Fläche zu besiedeln und die dann durch die verschiedenen Dienstleistungsgebäude abdecken zu müssen. Ja? Wir haben ja gesehen, der Schlüssel dafür, hatten wir letztes Mal verstanden, war die Attraktivität. Wenn die über bestimmte Werte steigt, dann gibt es ein Level-Up. Hier links haben wir das noch nicht gemacht. Hier können wir ein paar weitere schöne Sachen hier bauen, Gärten, Plätze und so weiter. Und dann leben hier auch mehr Leute. Im Augenblick haben wir plus 13 Arbeitslose, im Augenblick noch nicht nötig, aber ein guter Weg. Und die Patrizier, die geben uns ja mehr Steuern. Und was ich jetzt machen würde, hier erstmal die Attraktivität weiter hoch. Oh, haben wir genug Melonen?
Nee, wir haben noch gar keine Melonen, ne? Die stellen wir mal hier oben her. Ja, ich mache Folgendes. Wir haben einen Getreidespeicher. Und hier kommen bitte keine Melonen rein. Das sind die Melonen. Dafür machen wir ein neues Gebäude. Und was wird eventuell sonst zu voll? Die Melonen, genau. Melonen haben ein Problem. Alles, was die Melonen und Kraut, nehmen wir ja auch mal raus. Das darf hier nicht gelagert werden. Melonen und Kraut. Weil da haben wir Probleme mit der Lagermenge. Der Getreidespeicher ist doch schon. Der ist gar nicht voll. Keine Ahnung. Jetzt bauen wir einen weiteren Getreidespeicher. Und setzen den, sagen wir mal, hier hin. Ja. Oder hatte ich hier noch eingebaut? Ne, wir haben bislang nur eine. Den setzen wir mal hier vorne hin, bitte. Hier geht's auch. Das ist irgendwie verschwendet. Da kann man nachher, kann man hier noch zwei Felder hinsetzen. Ne, nicht wirklich. Wir setzen den Getreidespeicher hier hin. Einmal hier vorne hin, bitte. Und ich habe noch eine Anzeige entdeckt. Also in der Minimap, das ist das hier. Attraktivität rot minus grün positiv. Wohngebäude brauchen positive Attraktivität. Und hier seht ihr, ja, haarscharf, alles korrekt gemacht. Die Plebeerhäuser hier unten leiden ein bisschen. Deshalb ziehen da auch nicht mehr Leute hin. Wir könnten es ein bisschen verbessern, aber Hauptsache hier unten ist alles okay. Ja. So, und jetzt mache ich das wieder weg. Normale Anzeige bitte. Hier bitte Leute. In den Getreidespeicher Leute bitte arbeiten lassen. Alles deaktivieren und hier kommen nur rein Kraut und Melonen. Und nachher bitte noch das Brot, das wir nämlich gleich auch noch fertigen. Ja, das Brot nehmen wir hier oben raus. Da haben wir das ein bisschen gut aufgeteilt. Denn Brot und Melonen soll hier überall hinkommen und Zwiebeln und Karotten. Zwiebeln produzieren wir noch nicht. Karotten allerdings schon. Zwiebeln auch schon. Karotten ebenfalls. Okay. Und jetzt gehen sie einmal in den Melonen, in die Melonenherstellung rein. Ein Melonengarten bitte. Hier vorne hin und daneben bitte. Einer. Leute bitte rein. Vier Stück. Mal gucken, was die jetzt so produzieren. Über Zeit. Ja, Herstellung läuft 320 pro Tag. Das ist eine ganze Menge. Wahrscheinlich viel mehr, als wir brauchen. Ein Grundstock zu produzieren ist nicht doof, denn das Ganze muss erstmal an die Wohnhäuser verteilt werden. Wir brauchen alle eine erste Ausstattung mit Melonen. Ja, da füllt es sich langsam. Alles gut. Wir haben tatsächlich zu viel, aber alles okay. Dann wollten wir Brot noch herstellen. Wir haben ja Getreide und auch einen Überschuss. Weizen, kleinen Überschuss. Wir setzen als erstes eine Bäckerei noch hin. Die ist hier vorne. Verringert alles die Attraktivität. Ist auch Lebensmittelspeicher. Oh, guck mal. Da können wir platzsparend hier bauen. Ich bewege das mal. Drehe das einmal um. So hier vorne hin. Dann könnten wir hier vorne nämlich noch die Bäckerei daneben setzen. Da ist sie. Kriegen wir die hier hin? Ja, kriegen wir hin. Wunderbar. Leute bitte rein. Volle Pulle. Jetzt schauen wir mal, wie das aussieht mit der Brotproduktion oben. 80, 100 werden gebraucht, 80 werden hergestellt. Okay. Reicht nicht ganz aus. Und genau. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Bäckerei. Eine zweite. Einmal kurz checken, wie das aussieht mit Feuerwache und mit Ingenieurshaus. Alles wunderbar. Wasser reicht bis hier vorne hin. Hinten könnten wir noch eine hinsetzen, zum Beispiel, wenn wir das wollen. Eine weitere Bäckerei, bitte. Einmal hier hin.
Kommt sie hin? Leute reinschicken? Oh, gleich immer wieder Probleme mit der Arbeitslosigkeit, mit anderen Worten. Das sollte reichen. Wie sieht's? Wir produzieren zu viele Melonen, ne? Wir nehmen mal ganz schnell, bevor wir mehr Patrizier und Plebeier uns reinholen als Arbeitskräfte, reduzieren wir einmal das, was wir nicht, die Arbeitsplätze in den Betrieben, in denen Überschüsse produziert werden. Da waren die Melonen. Wir sorgen erstmal für mehr Leute, indem wir ein paar der Plebeierhäuser aufbrezeln, Attraktivität nochmal anzeigen lassen. Genau. Unterkunft für Plebeier, hier vorne. Ja, das ist schon relativ gut hier, ne? Mit der Attraktivität 25% ist die nächste Schwelle. Da kann man nicht so viel drehen. Hier vorne 0%. Nächste Schwelle 10%, das bekommen wir hin. Einmal in die Deko hin. Wir ziehen wieder Kolonnaden, Gärten. Kann man dahinter kleinere Gärten setzen? Ja, bringt nicht viel, aber etwas. Was können wir sonst noch dahinter setzen? Einmal Deko gucken. Springbrunnen. Plebeier brauchen die Springbrunnen. Ach, das sind einfache Gärten. Wir wollen es nicht übertreiben hier. Hier ein paar Gärten hier hinten hin. Wir machen sogar die Bäumchen weg. Ja, hat ein bisschen was gebracht, aber ihr seht, nicht so unglaublich viel. Hier kriegen wir eh kein Gebäude mehr hin. Vielleicht hier doch ein Springbrunnen. Ein großer. Ja, und die bringen sehr viel. Schaut mal hier. Ein Springbrunnen. Zwei Springbrunnen. Noch ein paar Gärten. So. Dann ziehen wir hier ein paar der Säulentore lang. Einmal hier hin, bitte. Einmal hier hin. Einmal hier vorne. Ist vor allem Deko. Also wie wir die ersetzen, ich glaube, alles funktioniert auch egal, wo da jeweils die Extra-Tore sind. Es ist den Wumpe. Kostet alles Geld. Haben wir, alles gut. Jetzt hier wieder lang. Hier vorne angedockt. Hier vorne hin. Ja, und die leveln auf in irrem Tempo. Viel mehr Plebeier, aber so eine Quote sollte gleich wieder steigen. So, jetzt steigt natürlich auch die Nachfrage nach bestimmten Gütern. Einmal kurz check, wie sieht es mit den Karotten aus? 320 Herstellung, 195 Verbrauch. Wie sieht es aus mit den Zwiebeln? Auch alles im grünen Bereich, ne? Ja, alles gut. Alles zauberhaft. Wie sieht es aus mit Brot mittlerweile? 120 produziert, 115 verbraucht. Das heißt, hier packen wir weitere Arbeitsplätze jetzt rein. Ja, jetzt sollte das alles angepasst werden, unter der Voraussetzung, das stimmt, dass es auch genug Getreide gibt, nicht mehr ganz. Ich glaube, wir hatten teilweise nicht genug Arbeitskräfte. Wir haben die Probleme mit der Lagerung. Obwohl hier die Entfernungen minimal sind. Das sollte eigentlich immer rübergebracht werden. Zwiebeln, Karotten, noch ein Traubengarten. Da arbeiten nur halb so viele Leute. Da könnten wir eventuell sogar nur einen rausnehmen. Nee, ich glaube nicht. Nein. Eine wieder reinpacken. Und haben wir wirklich nur das eine Weizenfeld? Das scheint auch ein bisschen knapp zu sein. Jetzt sind noch ein Weizenfeld hier vorne hin, bitte. Mal zwei Leute rein. Und wird jetzt genug produziert? Oh lala, mehr als genug. Es kann auch sein, dass wir eben genug hatten und dass durch dieses kurze Lagerproblem in einem anderen Getreidefeld da temporär eine falsche Anzeige drin war. Ich habe das Gefühl, jetzt stellen wir sogar zu viel her. Ich stoppe das einmal. Wieder. Ja, das ist okay. Das haben wir auf Vorrat hier. Also ich glaube, dass wir produzieren. Oh, Leute rausnehmen, Produktion wieder betreiben, aber trotzdem nicht in Betrieb, aber Geld, Unterhalt plus minus 0. Es können viel mehr Plebeier hier noch leben, Wanderung plus 3, 15 Arbeitslose, Patrizier gucken wir gleich auch nochmal, Check der anderen Waren,
Brot hatten wir genug, Melonen hatten wir genug. Sind das Eier? Das ist Keramik. Und das ist der Henker. Und was das ist, weiß es. Zwiebeln, das sind auch die Zwiebeln. Zwiebeln haben wir genug, ne? Ja, alles gut. Und das ist, glaube ich, Keramik. Die haben wir noch gar nicht in der Produktion. Milch. Sehr interessant. Ich denke, ihr wollt alles bauen, egal ob das für die Erfüllung unserer Missionen nötig ist oder nicht, ne? Ja, einmal Milch bitte. Wir wollen alles hier ausschöpfen. Hühner, geben Hühner Milch? Wie war das nochmal? Kühe geben Eier? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, freilaufende Kühe geben, glaube ich, besonders viele Eier und freilaufende Hühner geben besonders viel Milch. Irgendwas war da. Also, nee, oder ich bin Städter. Ich weiß es nicht. Gerne in den Kommentaren schreiben. Wenn ihr mich coachen wollt, schreibt gerne was in die Kommentare. Ich bin Städter, ich lebe in Köln. Ich habe von sowas keine Ahnung. Ja? Kuhfarben gibt Milch. Stimmt das? Ich dachte, es sind wirklich die Hühner hier. Schweine geben Fleisch. Kuhfarben verbraucht Getreide. Sehr spannend. Verringert auch wieder die Attraktivität. Hier vorne bitte einmal hin. Kuhfarm. Leute rein. Produktion von Milch. Jetzt schauen wir mal, wie das mit dem Weizen passt. Ist noch ganz, ganz knapp. Und mit der Milch. Ja, mehr als wir brauchen. Alles gut. Weitere Arbeitslose hier. Na, ist ja nicht so schlimm. Ich vermute, wir brauchen gleich auch Rekruten und die werden vielleicht ja abgezogen. Von, mal gucken, wie das funktioniert von den Plebejern. Keine Ahnung. Geld. Ja, wir verbrauchen mittlerweile. Wir haben mehr Löhne, aber nicht mehr Patrizier. Patrizier zahlen die Steuern. Da sollten wir auf jeden Fall. Aber die Patrizierhäuser, die bekommen langsam ihr Brot. Dann leben da auch mehr Leute, dann können wir mehr Steuern produzieren. Sollen wir mal einen kleinen Boost machen bei der Brotherstellung, so einen kleinen Vorrat aufbauen? Wir hatten doch hier vorne einen Bäcker, der auf volle Pulle arbeitet und noch einer. Wir machen mal temporär einen weiteren Bäcker, damit wir einen kleinen Vorrat aufbauen hier, ja? Einen Bäcker bitte hier vorne hin. Mal die Straße anders ziehen. Das kann man auch anders machen. Einmal bewegen, einmal hier hinpacken. Wunderbar. Leute, volle Pulle. Wie sieht es aus mit dem Getreide? Da brauchen wir ein bisschen mehr, geringfügig mehr, wo wir einen guten Vorrat haben. Das heißt, wir gehen in dieses Weizenfeld rein, schmeißen einen Menschen dazu. Und jetzt sollte der Brotvorrat ansteigen. Über Zeit, ordentlich. Damit hier auch mehr Patrizier leben. Genau, hier füllen sich langsam die Brotvorräte. Nächste Attraktivitätsstufe bei 25%. Wollen wir auch noch mehr Steuern haben? Ja, ne? 3000 pro Tag. Mittlerweile einen fünfstelligen Sesterzen oder was auch immer Betrag in unserer Schatzkammer. Können wir brezeln mit dem Geld, das wir bekommen? Machen wir noch alles hier ein kleines bisschen hübscher. Oder können wir noch weitere Dienstleistungsgebäude bauen? Schulen. Brauchen die Leute bislang? Bildung wurde noch nicht nachgefragt. Taverne haben wir. Das ist die Taverne. Deko können wir bauen. Tempel haben wir zwei bislang. Schauspielschule, damit die Leute im Theater auftreten können. Und Theater, dafür brauchen wir jede Menge Ziegelsteine, die wir im Augenblick nicht haben, weil wir die nicht herstellen. Gar nicht. Importieren wir die wenigstens. Wir könnten die importieren. Die stellen wir selber her. Mal schauen, wie wir das machen können. Einmal Materialherstellung, einmal Eisenwerk, Steinbergbau. Ziegelsteine sind, das ist der Steinmetz, stellt aus Steinen Steinziegel her. Machen wir. Den packen wir auch hier vorne rein. Und packen den mal. Hier vorne ist ein Nagelgebäude, da ist ein Nagelgebäude. Einmal hier hin. Machen wir dann Wald weg? Ja, aber nicht wirklich. Können wir uns einmal gönnen? Einmal hier vorne hin. Kann sein. Wir haben viel Stein auf Vorrat. Packen mal haufenweise Leute rein. Ziegelsteine aus Steinen. Wunderbar. Und wie viel produzieren wir jetzt? 48 pro Tag und haben bei Steinen trotzdem noch ein dickes Plus.
Ich wette, das ist immer noch billiger, als die zu importieren. Wäre, würde ich mal vermuten. Könnte man durchrechnen, bin ich gerade zu faul für. Also wir stellen Ziegelsteine selber her. Dann können wir in Kürze... Das tatsächlich für mehr... Im Augenblick werden die, glaube ich, noch gar nicht nachgefragt, oder? Gibt es dann mehr Gunst? Gladiatoren, Rennen und Theater, da ist der Faktor. Ja, wir haben ja genug Gunst. Wir brauchen noch gar keine Theater- und Schauspielschulen, weil die sorgen, wenn ich das richtig verstehe, nicht dafür, dass mehr Leute, dass die Häuser aufgelevelt werden, die Patrizierhäuser und auch mehr Leute leben, sondern es führt nur dazu, in Anführungszeichen nur, dass die Gunst steigt, sodass wir dann theoretisch nochmal die Steuern erhöhen könnten oder was auch immer und wir hätten trotzdem Zuwanderung. Zuwanderung haben wir allerdings auch so. Brauchen wir also im Augenblick nicht. Okay. Da sorgen wir trotzdem hier für ein paar Steine. Wer weiß, wofür das gut ist? Ich glaube, das war schon. Die Leute bekommen alles, was sie haben. Jetzt gehen wir ins Patrizierhaus rein. Sorgen hier überall für mehr Attraktivität, bitte. Ja. Und wir hatten eben gemerkt, die Brunnen bringen am meisten. Und, aber am praktischsten sind natürlich immer diese Kolonnaden, weil die Kolonnaden nehmen keinen Platz weg. Die kann man einfach überall hintackern. Ja. Eine Kolonnade hier bitte. Wunderbar. Können hier noch ein bisschen Leute rumziehen. Hier vorne auch. Hier hinten ebenfalls. Hier auch schon mal ein bisschen. Ja, und was kommt hier auch? So. Wie sieht die Attraktivität jetzt aus? Sehr gut. Und die Attraktivitätswerte werden angezeigt. Und für ein Level Up braucht man 25. Das heißt, das alleine reicht nicht aus. Hier für ein Level Up auf 10% zu kommen, das sollte kein Ding sein. Das heißt, ja, ich lasse mal die Linse an. Und wir ziehen... Ich hatte, hier werden wir nachher auch noch ein paar hinbauen. Einmal hier hin. Dann gehen wir nochmal in die Deko rein. Ziehen hier das Tor hin. Die haben auf beiden Seiten Eingänge. Hier ebenfalls. Dann ziehen wir die Kolonnaden hier lang. Hier ebenfalls. Dann setzen wir noch ein paar Tore hier vorne hin. Einmal drehen bitte. Einmal die Lücken füllen. Die bauen automatisch korrekte an. Jetzt haben wir alle Optionen, noch weiter nach unten zu bauen. Wir können hier weiter bauen. Ja, wir können wirklich hier unten. Wir könnten hier jederzeit nur ein paar Häuschen hinsetzen. Ich mache die Straßen mal kurz ein bisschen kürzer, weil einfach so, weil ich das Gefühl habe, sieht dann irgendwie hübscher aus. Ja, wer weiß, ob wir das nachher noch nutzen. Überall gleichmäßig Auge spielt bekanntlich mit. Hier vorne noch einmal hin. Ja, sehr schön. Und jetzt sollten... Wie hoch ist jetzt die Attraktivität hier überall? Ja, 10%. 18%. 25%. 10% haben wir erreicht. Ja, jetzt ziehen mehr Leute hin. Und jetzt sind wir bei 3720. An Attraktivitäten haben schon mal einiges erreicht. Also das macht echt Spaß. Zu gucken und zu tüfteln. Wir haben wieder viele Arbeitslose, viele Plebejer. Sind dick im Plus. Und nächster Schritt. Eine Legion haben wir, die schicken wir irgendwo hin. Truppen ausbilden, Eisen fördern, aus Eisenminen Rüstungsburgen selber herstellen und weitermachen. Einfach immer, immer und immer weitermachen hier. Ave.